Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum 1860 München Projekt. Diese Woche geht es gegen Gladbach und Leipzig und es bleibt weiterhin schwer in der Liga. Wir halten uns gerade noch von den Aufstiegsplätzen entfernt, weil wir 4 Spiele, 3 Punkte, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Es ist nicht so geil gestartet. Gegen Nürnberg war die große Chance. Sie haben 1 Unentschieden bis jetzt gemacht und das war gegen uns. Wir stehen aktuell mit 4 zu 8 Toren da, also eine Tordifferenz von -4. Es läuft nicht so berauschend. Und Bayern einfach auf der 1 mit dem 4-0 gegen uns. Ja. Der beste Spieler war Kostas Papadopoulos. 5 Spiele, 7 Tore. Ja, sieht stark aus auf jeden Fall. Aber es ist halt auch eine niedrigere Liga. Da ist klar, dass man da viele Tore schießt. Brewster, ja, 9 Spiele, 3 Tore. Cabana, 5 Spiele, 4 Tore. Ja, der ist sowieso kurz vorm Sprung nach oben. Müssen wir mal schauen, wie das hier weitergeht mit Bale und Gittens, ne? Traoré, 13er Form, aber Luca Romero auch. Ja, okay, dann nehmen wir aber den mit der Stärkere. Den Stärkeren, generell einfach. Marius Marin ist da, Wilshere und Nakai. Dann natürlich auf Nakai. Dann Wilshere wollen wir ein bisschen abwärts machen, ne? So, weil Marin kann auch offensiv, okay, Nakai kann offensiv. Müssen wir halt mal schauen, wie das so läuft. Dann haben wir noch Yalcin. Ackmann ist momentan nicht in Form, dann nehmen wir Yalcin mit. Scheiß drauf, ich gehe jetzt doch nach der Form. Und wir gehen erstmal weiter rein in die Woche und sehen uns dann gleich beim Spiel gegen Gladbach. Außer es passiert irgendwie ein Wunder. Da sind wir jetzt bei Gladbach angekommen und wir schauen erstmal unsere Union, zweite Mannschaft, Jugendmannschaft vom Topspiel gegen Augsburg. Pokalauslosung, die sind im Union 1 Pokal, sind sie eine Runde weitergekommen anscheinend. In der ersten Runde haben sie Hannover im Elfmeterschießen geschlagen. Und das heißt, im Achtelfinale müssen sie gegen die zweite von Leipzig ran. Mal sehen, ob sie dagegen eine Chance haben. Aber normalerweise ist meine Mannschaft stark genug dafür. Dann sieht es aber auch noch, es sieht einfach gut aus. Natürlich infizieren sich momentan alle an der Viruserkrankung in der zweiten Mannschaft. Aber trotzdem sieht die Mannschaft stark aus hier. Guck, interessiert sich niemand da. Oberschenkelbruch, Virus. Könnte noch kritisch werden, aber wir haben genug Ersatzspieler hier in der zweiten Mannschaft. Da sieht alles ziemlich stark aus. Auch der Schalker, Irorere, sieht eigentlich ziemlich nice aus. Könnte man drüber nachdenken, mit seinen 1,95 Meter eventuell den mal hochzuziehen. Und ich werde auch mitten im Winter, werde ich hier schauen, was ich da noch von wiederverwenden kann von den ganzen Spielern und wer Trainingsziele kriegt. Er steht auch kurz vor dem Sprung nach oben, denn ich denke, Nakai können wir nicht mal lange halten. Der wird mindestens aber ein Angebot kriegen und dann werden Marin und Wilshere da um die Position kämpfen und er wird der dritte Mann sein. Und halt mal schauen, vielleicht geben wir Wilshere auch im Winter ab. Einfach mal schauen, dass wir noch ein paar Millionen für den jungen Mann kriegen. Einfach mal gucken. Oder wir verlängern seinen Vertrag. Wir haben ja von den Verträgen her, läuft es ja eigentlich ziemlich gut diese Saison. Es läuft nur Jovetic, Bürki, Hanere und Wildschab. Und Hanere bin ich immer noch unentschlossen. Hanere ist ja meine dritte Wahl, was Spiele angeht. Wir gehen auf jeden Fall erstmal rein in das Spiel gegen Gladbach. Es wird schwer. Es ist schwer, sie sind stärker als wir, aber ich habe Hoffnung. Ich habe einfach Hoffnung. Wir gehen raus und spielen ordentlichen Fußball gegen die Gladbacher zu Hause einfach. Ja, ich bin gehypt, was dieses Game angeht. Adi Hütter, der Trainer, Jan Sommer, Jon Ginter, Elvedi, Leiner, Zakaria, Kone, Bom, Hannes Wolf, Munjan und Player. Ja, es könnte sehr interessant werden. Na toll, das Spiel beginnt direkt mit einem Fehlpass. Ja, das ist natürlich wieder immer perfekt. Und dann kommt Gladbach mit der ersten Aktion in der 4. Minute, eine gute. Mbom zeigt, bringt einen Freistoß vor das Tor von Türei. Die Abwehr von 1860 München blockt schlecht ab. Kone kommt zum Nachschuss. Itzhak kann diesen mit etwas Glück noch zur Ecke abwehren. Gut. Eigentlich haben wir keine schlechte Mannschaft, ne? Aber, sie ist halt nicht erstligareif. Ecke von rechts, ein Bumm. Erste in diesem Spiel. Ein Bumm zirkelt einen Eckeball von der rechten Seite mit viel Effekt in den 5 Meter drauf. Dort setzt sich Munjan im Topf und im Duell mit Lukas Mal durch. Kann den Ball aber nicht richtig drücken, klar drüber. Ja, momentan machen sie Druck. Turei hebt die Hand. Hat er gesehen. Es geht weiter. Einfach nur Gladbach. Kommt schon. 8 Minuten. Ein Schuss von Kone wird von Ulukai zur Ecke abgefälscht. Die Ecke lasse ich sie noch machen und dann geht das nicht so weiter. Wir können sie jetzt nicht die ganze Zeit alles machen lassen, was sie wollen hier. So, die Ecke von rechts. Bringt den Ball hier rein. Wolf steigt am kurzen Posten hoch. Kopfball.
2 Meter links vorbei. So, ja, das geht so nicht. Lass sie jetzt nicht in 8 Minuten 4-mal vor unser Tor kommen oder 5-mal. Das, ja, 4-mal. 4 Chancen in 8 Minuten. Jetzt im Boom. Legt an der Strafraum Fenster für Muniain auf. Doch der Spanier verzieht den Flachschuss aus 19 Metern. Haben wir Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt. Und befördert den Ball neben das Tor von Christian Turay. Kriegen wir unsere erste Chance in diesem Game. Sieht nicht danach aus. Nein, Gladbach wieder. Rückpass auf Turay. Der gerät durch die Aktion von Lukas Mai ziemlich in Bedrängnis und der 60er Torwart schießt Muniain an. Das Leder fliegt einige Meter am Tor vorbei. Das war ziemlich klar. Ja, komm, das geht nicht so weiter hier. Nakai mit gestreckten Beinen in den Zweikampf mit Muniain. Das ist eine gelbe Karte. Ja, Nakai. Palenberg wieder einmal überhaupt nicht. Marien gibt es gleich sein Bundesliga-Debüt, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Unsere erste Chance auf jeden Fall. Ecke von links. Beino Gittens. Die erste in diesem Spiel. Die Ecke kommt zu nah vor das Tor. Jan Sommer hat keine Mühe. Aber unsere erste Chance. Gittens nimmt sich gegen Linienrichter zu früh heraus und sieht gelb. Wow. Zwei gelbe Karte. Gelbe Karten. Karte. Ja, beste Leben Deutschlands. Man kann. Jetzt kriegen wir nochmal eine Chance. Schöne Kombination von 1860 München. Palenberg zu Lukas Mai. Der weiter auf Königsdörfer. Und letzterer kommt im Strafraum zum Flanken. LW, die hat aber aufgepasst. Und klärt zur Ecke. Egal, wir kriegen noch eine Ecke. Die kann Gittens jetzt besser machen, hoffe ich. Zur Ecke von links, Beino Gittens. Die zweite von uns im Spiel. Zakaria kann mit einem Befreiungsschlag klären. Ja. Das erklärt natürlich einiges. Und jetzt kommt Gladbach wieder. Und nee, spielt einen Steilpass. Aber gleich drei seiner Mitspieler stehen im Abseits. Nice von. Da haben wir Glück gehabt. Nakai setzt das schon nach und bringt John in Bedrängnis. Damit holt er immer einen Einwurf für sein Team heraus. Aber Nakai, du musst aufpassen, ne? Du hast schon gelb. So. Passiert jetzt noch was. Wir kriegen noch mal eine gute Chance. Traoré kommt über halb rechts. Dringt in den Strafraum ein. Und knallt das Leder in die linke Ecke. So einfach geht's. So einfach geht's. Guckt euch das an. Nakai, Gittens, Königsdörfer, Jovetic. Guckt euch das an. So einfach geht's. Perfekt. Traoré, nice one. Habe ich gut entschieden, dass du von Anfang an spielst. So, Nakai läuft völlig frei über den linken Flügel. Legt rauf, quer auf Königsdörfer. Der Pass des wendigen Mittelspielers ist schlecht. Trotzdem kann Königsdörfer am herausschwimmenden Jan Sommer ins Netz. Legt den Ball einfach ins Netz. 2-0 zur Halbzeit. Also der Pass des wendigen Mittelfeldspielers ist schlecht. Trotzdem legt Ransford, Jeboa, Königsdörfer am herausstürzenden Jan Sommer vorbei, die Kugel ins Netz. Perfekter Konter. Perfekter Konter und es ist Halbzeit. Wir gehen mit einer 2-0-Führung in die Pause. Es ist einfach gut gelaufen, würde ich sagen. Ne? Aber wir müssen zwei Wechsel machen, weil ich keine gelbe Karte riskieren will. Und dafür kommen Bale und Marin. So, Assistent spricht mit den Spielern und genau so haben wir uns das vorgestellt. Jetzt halten wir das noch aus. Drei Wechsel kann ich noch bringen, falls es ernst wird. Aber erstmal kommt Gladbach direkt zur Halbzeit mit einer super Chance. John hat auf der linken Seite freie Bahn. Flankt. Lea kommt freistehend zum Abschluss. Turay pariert. Oh, wichtig, Turay, wichtig. So eine hochkarätige direkte parieren. Mit einem klaren taktischen Foul unterbricht Leiner einen Angriff von 1860 München. So, Konzentration jetzt auf jeden Fall. Leiner erlaubt sich erneut einen Foul, obwohl er bereits die gelbe Karte hat. Mal sehen, wie Incidi reagiert. Gelb-Rot, Leiner. Gut. Wegen einer Grätsche von hinten. Das heißt, wir haben jetzt einen Mann mehr auf dem Platz. Wir können über die rechte Seite kommen. Außen vorbei und flanken. Gegen LWD, das schaffst du. Wie sieht's aus? Jetzt kommt unsere gute Chance. 3-0 Palenberg. Wir spielen Gladbach an die Wand. Ein Tor noch und wir haben unser Tordifferenz ausgeglichen. So, Traoré führt den Ball auf den Flügel. Florian Beckmann scheint ihn etwas zuzurufen. Da schaltet er den Turbo ein, geht an LWD außen vorbei. Ein kurzer Blick, dann folgt eine kluge Flanke auf den Kopf von Palenberg, der den Ball eiskalt im Netz versenkt. So wünscht man sich das doch. Ja, es kommt Gladbach nochmal. Hannes Wolf und Ludo Kai verbeißen sich in einen Zweikampf. Beide überhören den 50 Schiedsrichters komplett. Ja, okay, aber das kennt man. Jovetic geht runter. Jalzin kommt auf jeden Fall nochmal eine Minute rein.
ein paar jetzt in der 58. und die restlichen warte ich erstmal. Romero kommt wahrscheinlich für Traoré noch am Ende rein, um ein paar Minuten zu kriegen. Aber es sieht sehr gut aus. Das Stadion ist ausverkauft. Vielen Dank. Okay, das ist nice. Jetzt kriegen wir nochmal die Chance. Es wird eine sehr gute wieder in der 64. Agu bringt eine Flanke von rechts in die Mitte. Udokai verlängert per Kopf. Yalcin vollendet per Flugkopfball vor Ginter aus 8 Metern in die linke untere Ecke. Und da ist das 4:0. Wir spielen sie halt wirklich rein. Er kommt rein und macht direkt sein Tor. Und es geht weiter. Nochmal eine gute Chance. Bale nimmt eine Flanke von Traoré gekonnt mit der Brust an. Mit einem Lupfer lässt er Ginter ins Nichts laufen. Sammelt den Ball aus 7 Metern an den Pfosten. Oh. Großartige Aktion von Stürmer des 1860 München. Ja. Das war stark auf jeden Fall. Das war sehr, sehr stark. So, wir sind am 66. Traoré ist noch mega frisch, ne? Der ist noch mega im Game. Wir geben Itta nochmal eine kurze Pause. Und der macht auch gute Spiele auf jeden Fall, hat er gemacht. Wir geben ihm jetzt einfach nur die Pause, damit er so ein bisschen die Frische, diese Form mitnimmt. Genauso wie Udokai, aber der kommt, wir warten noch. Mit Udokai warten wir noch. Oh Gott, Gott sei Dank habe ich Dings aber runtergenommen. Wir warten mit Udokai noch. Der kommt ein bisschen am Ende. Geh da raus. Obwohl Lukas May ein bisschen mehr von der Frische braucht, ne? Wer kann denn alles da spielen? Kann man das hier auch sehen? Nee, ich kann nur sehen, wir können einmal so machen. Palmberg, wer kann alles auf diese Position spielen? Romero. Hier, Romero kann das spielen, dann geben wir Palmberg noch eine Pause. Dann kriegt Palmberg noch eine Pause, der hat weniger Frische. Und mal sehen, vielleicht kann Romero sich da ja auch langsam beweisen. Auf dieser Position. Und jetzt kriegen wir nochmal die Chance. Ein Flankenwechsel von Traoré auf den rechten, aus dem rechten Halbfeld landet bei Bale. Der vernascht Ginter schon wieder. Schießt dann aber aus 19 Metern rechts vorbei. Ja, Bale hat mit an Ginter einen Narren gefressen. Der vernascht ihn jetzt zum zweiten Mal. Und das wird sieht ziemlich nice aus. Marien bedient Gareth Bale an der Strafraumgrenze. Doch dieser steht im Abseits. Marius Marien ist auch, oh, macht ein gutes Spiel auf jeden Fall, dafür, dass ich ihn jetzt mal mitnehme. Jetzt kommt Gladbach nochmal, kurze Doppelpässe im Strafraum der Münchner Löwen. Ein Baum schließt ab. Turay taucht hinunter und lenkt, die Kugel zur Ecke. Stark, stark, stark. Ecke von links, Vincenzo Grifo jetzt, die dritte in diesem Spiel von Gladbach. Er hebt die Hand, macht mit den Fingern ein Zeichen, schlägt die Kugel dann hoch in den Strafraum. Lukas May ist da. Er hat Postwenden per Kopf. Stark. Stark, stark, stark. Die Fans bejubeln jetzt jeden erfolgreichen Pass ihrer Mannschaft, ja. Das kann man auch sagen. Also, dieses Spiel lief echt perfekt. Unser erster Sieg in der 89. Jetzt passiert noch was. Was passiert da jetzt? Komm schon, zeigt es mir. Gareth Bale legt sich den Ball zurecht, läuft an. Vor. Und deswegen lasse ich ihn die Freistöße schießen. Wir gewinnen einfach 5. Wir spielen bis jetzt 5:0. Nachspielzeit ist ja noch eine Minute. Wer weiß, was da noch kommt von Gladbach oder von uns. Ja, wird hier angezeigt in der Minute. Aber es passiert nichts mehr. Da müsste der Schlusspfiff kommen. Da ist der Schlusspfiff. Und wir gewinnen 5:0 gegen den 11. aus Gladbach. Und holen unseren im 5. Spiel unseren ersten Sieg. Ja, gelbe Karte wegen Meckern. Das gibt es wie immer. 2 Tagessätze. Man kennt's. Wir gucken uns mal die Statistiken an. 7:7 Chance. Es war ausgeglichen. Weil sie halt richtig stark gespielt haben in der ersten Elfte. Und Leiners rote Karte war halt das Bittere, ne? Das hat uns den Rest gegeben. 5:0. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Mal sehen. Oh, entschuldige, ich habe gerade ein bisschen Schluck auf. Schalke spielt 2:4 gegen Freiburg. Bayern 1:1 gegen Nürnberg, okay? Frankfurt 0:2 gegen Mainz. Hamburg 4:0 gegen Stuttgart. Union 2:4 gegen Köln. Wir 5:0 gegen Gladbach. Hertha 0:2 gegen Hoffenheim. Dortmund 2:0 gegen Wolfsburg. Und Leverkusen 2:4 gegen Leipzig. Das nächste Mal müssen wir gegen den Dritten. Wir sind auf den 10. gestiegen. 6 Punkte aktuell, aber plus 1 Tordifferenz, da wir 9 Tore geschossen haben. Wir gucken uns Spieltagsstatistik an. Wir schauen, Bale, Marien und Udokai sind in der 11. Spieltages und Gareth Bale ist sogar Spieler des Tages. GG. Ja, Nakai geht auf die Bank. Marien darf starten. Yalcin kommt direkt rein für Jovetic. Gareth Bale startet für Gittens.
Ja, es sieht alles sehr, sehr gut aus. Ja, Leipzig ist natürlich viel stärker als wir, aber vielleicht kriegen wir einen Unentschieden hin. Vielleicht kriegen wir einen Unentschieden hin. Wir gucken erstmal hier. Angebot für Vito Kreuzpainter. Ja, die wollen den holen, dann können sie den auch haben, weil so brauche ich das nicht. Und wir können mal auf die Scoutliste gehen. Es wurden ein paar Spieler fertig gescoutet. Einmal Diego Rossi. Das offensive Mittelfeldspieler-Talent mit 26. Okay, was heißt Talent? Ist 26 Jahre alt. Sein Potenzial ist begrenzt auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde er uns, wie oft habe ich jetzt auf jeden Fall gesagt, er würde uns ein Backup geben. Aber er ist halt 26, ne? 3,5 Millionen für sowas ist mir ein bisschen zu hart. Ballkontrolle und Dribbling sehen gut aus, Beweglichkeit auch, aber. Okay, seine Grundstärke ist bei 70. Er ist ja halt nur gerade verletzt und das. Aber er war alternativ für alles da vorne, ne? So, und dann hätten wir noch Jose, der junge Brasilianer mit 20 Jahren. Potenzieller Top-Spieler auf jeden Fall. Zielsetzung minus 3. Moral, Verwandte. Wie, Verwandte? 40? Ist er verwandt von Gonzalo? Okay, Jose. Warte, aber wir wollen uns den Spiel auch noch angucken, ne? Ballkontrolle 84, eine Grundstärke von 73, wäre auf jeden Fall stark, aber wäre ziemlich teuer, ne? Wäre ziemlich teuer, aber trotzdem, dieser Spieler ist eigentlich so gut wie ein Muss. Da müssen wir wirklich mal schauen, ob wir den nicht in den nächsten Jahren hier verfliegen von Goiás SC. Wo spielen die in der ersten brasilianischen Liga? Muss man mal schauen, ob man da nicht was macht. Und ich habe mich jetzt entschieden für den Kooperationsvertrag. Wir werden, wie ich schon sagte, auf jeden Fall in der Oberliga Bayern, ja, Bayernliga, wo seid ihr? Bayernliga Nord und in der Bayernliga Süd jeweils einen Verein unterstützen. Wir nehmen den von der Stärke her am schwächsten und werden die versuchen, mit Geld ein bisschen zu pushen, so dass wir den bisschen einen unter die Arme greifen, machen einen 4-Jahres-Vertrag daraus. Bevorzugt einfach Transferspiele ausleihen, die nicht unter der Top 18 sind. Zwei Stück. Spieler müssen 100% der Spiele bestreiten. Ausgeliehene Spieler dürfen auch gegen uns spielen. Ja, ich muss das hier anbieten, ne? Ja, bevorzugte Anzahl an Transfers von U21 Spielern pro Saison. So. Dann machen wir das so. Mal sehen, was die dazu sagen. Dann noch die Bayernliga Süd. Schwächste Team. Traunstein. So, da machen wir auch mit den 500.000. Und die müssen 100% machen. So. Zwei Spieler dürft ihr ausleihen pro Saison. Und wir machen keine Freundschaftsspiele gegeneinander. Aber ich will euch ein bisschen finanziell unterstützen, dass ihr versucht, hochzukommen. Angebot unterbreiten. Da haben wir zwei Teams, wo wir unsere Spieler aufbauen können und die versuchen ganz langsam hochzubringen. Wie sieht das denn momentan bei unserer zweiten Mannschaft aus? Da müsste eigentlich alles rasieren. Wir sind Bayern Liga Süd. Da unterstützen wir bei Trauntalen und da rasieren wir einfach alles, ne? Keine Niederlage bis jetzt. 30 zu 3 Tore in 10 Spielen. 26 Punkte. Also die Regionalliga ist so gut wie durch. Und dann nächstes Jahr kann man sich ja um Traunstein kümmern, dass sie ganz langsam aber sicher viel Aufstieg arbeiten. Mal sehen einfach. Dann die A-Jugend. Wie sieht es da aus? A-Junioren 2. Okay. Sieht auch nicht schlecht aus. Da kann man auch mitarbeiten. Sind direkt hinter Bielefeld. Fast gleiche Punkt. Also komplett gleich. 5 Spielsiege, 2 Niederlagen. Aber Tordifferenz ist ein bisschen anders. Da sind wir noch ein bisschen Marsch unterwegs. Aber es geht. B-Jugend. Da ist das gleiche Prinzip, bloß umgedreht. Wir führen vor Bielefeld mit einem Punkt, aber mehr. Und da sind sie auch von den Toren her nicht so kritisch, sondern schießen da auch schon viele Tore. Aber sieht gut aus, sieht alles gut aus. Und jetzt geht's gegen Leipzig. Wann haben wir eigentlich unser nächstes Pokalspiel? Das können wir auch noch mal kurz gucken, bevor wir gegen Leipzig rangehen. Gegen Bremen. Das heißt, nächste Folge, Freitag kommt Freiburg und Köln und dann kommt die Pokalspiele Bremen Montag. Und dann kommen Mittwoch Hoffenheim und Dortmund. Das Topspiel in Dortmund, ja. Und dann Wolfsburg, Frankfurt. Dann Stuttgart, Union. Hamburg, Leverkusen. Dann kommt wieder eine Special-Folge Transfer mit Hertha und der Anfangsphase des Transfers. Dann kommt Schalke, Nürnberg, Bayern. Dann beginnt schon die Rückrunde. Ja.
beste Leben einfach. Wir gehen aber jetzt rein. Mannschaft steht ja soweit und wir gehen rein und hoffen einfach, das Beste geht raus und spielt. Gebt euer Bestes. Gebt euer Bestes, mehr kann ich sonst nicht sagen. In Leipzig gegen Jesse Marsch. Die sind 76 Punkte stärker als wir. Sind aktuell auch auf dem dritten, Spiel natürlich wie immer um die Meisterschaft mit. Und wir wollen uns auch in diese Richtung entwickeln, dass wir uns in der Liga etablieren können und Jahr für Jahr so verstärken, dass wir uns verbessern. Jalzin fängt aufmerksam einen Pass von Zollert in dessen eigene Hälfte ab. Schießt direkt auf das Tor. Dabei geht allerdings ungefähr 5 Meter über die Latte. Hey, Jalzin, stark. Versucht sich direkt von Anfang an ins Spiel zu bringen, in der ersten Minute schon. Wichtig hier, jetzt kommt aber Leipzig das erste Mal mit einer sehr guten Attacke, natürlich in der vierten Minute. Paulsen hat sich davon gestohlen. Er hält eine schöne Steilvorlage von Suarez. Im Strafraum spielt er clever den Rücken der Abwehr zum freistehenden McAllister, der aus 8 Meter trocken ins 3 verlassene Tor zum 1-0 einschieben will, aber verzieht kläglich. Haben wir Glück gehabt. In der ersten Minute ist hier ordentlich bis im Spiel. Ja, 2 Chancen auf jeder Seite, eine vor der vierten, vor der fünften Minute. Oder bis zur vierten Minute. Und jetzt kommen wir nochmal in den 9. Konrad Leimer verliert vor dem Strafraum den Ball an Bale. Er passt direkt weiter zu Königsdörfer. Dieser umkurvt im Strafraum locker Guardiol. Flachschuss ins linke Eck. Und auch Florian Müller sieht hier wirklich nicht gut aus. Königsdörfer. Kuss geht raus. Kuss geht raus. Wir führen 1-0 gegen Leipzig. Stark. Stark, stark, stark. So. Sein drittes Tor im 6. Spiel. Ja, war schon ein guter Einkauf, dieser Königsdörfer. Alistair holt sich die gelbe Karte, nachdem er das Textil testet von Palmberg. Will bestimmt mal bei uns spielen, deswegen wollte er das Trikot mal von der Nähe sehen. Oder mal in der Hand fühlen. Urukai mit einem taktischen Foul holt sich auch die gelbe Karte, aber ich habe ja Bogarde auf der Bank. Das ist ja auch nicht allzu kritisch. Müssen wir halt mal schauen, ne? So. Wie sieht's aus? 28. Jetzt kommt Leipzig. Weiter Ball von Konrad Leimer. Torhüter Turay spielt da gut mit und kommt rechtzeitig heraus. Und fängt das Leder vor Pausen ab. Wichtig, wichtig, wichtig. Turay ist wieder. Dabei muss er Kopf und Kragen riskieren und sich am Ende mit einem Kopfball helfen. Okay, das ist egal, aber er ist da. Er ist wieder mal da. Itta zieht einen RBL-Akteur zu Boden und verbindet so einen guten Angriff. Gelbe Karte für den Linksverteidiger. Das ist natürlich bitter, ne? Das will ich wieder nicht riskieren. Diese 2 gelbe Karten will ich nicht riskieren. Deswegen kommen Pushers und Bogarde rein wahrscheinlich. Schöner Pass von Suarez auf Pausen. Jetzt erstmal in der 42. Doch der zieht im Zweikampf gegen Urukai klar den kürzeren. Und läuft ihn einfach den Ball ab. Der läuft ihn einfach den Ball ab. Und spielt zurück zu Turay. Gute Abwehrarbeit hier. Nachspielzeit von 1 Minute in der ersten Halbzeit. Kommt hier noch was? Oder ist da schon der Schlusspfiff? Abpfiff erste Halbzeit. Wir gehen mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit. Wichtig, ja. Und jetzt müssen wir halt Pushers und Urukai und Bogarde bringen. Da, obwohl die sehr gute Noten haben, ich will die roten Karten nicht riskieren. Man hat es ja gerade gesehen. Man hat es ja gerade wirklich gesehen. Der Assistent redet mit den Spielern. Lasst uns genauso weitermachen. Dann fügt sich alles zusammen. Wir spielen ein starkes Spiel. Sonst gehen wir erstmal unverändert rein. Es kommt direkt Ecke von links, McAllister. Die erste in diesem Spiel von Leipzig. Die Ecke kommt hoch herein. Turay pflückt den Ball sicher herunter. Stark, 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 stark. Und jetzt kommt die nächste gute Chance. Gutes Passspiel von Leipzig. Über 4 Stationen läuft die Kugel direkt gespielt durchs Mittelfeld. Suarez wird dann letztlich von Marin derart bedrängt, dass er den Ball verliert. So, bringt das mal ein bisschen was? Können wir noch, kriegen wir noch eine Chance oder spielt jetzt nur noch Leipzig? Klostermann auf jeden Fall mit dem Foul an Traoré. Kriegt auch nochmal die gelbe Karte. Bei denen sieht das noch anders aus. Alexa und Klostermann beide mit der gelben Karte. In der 60. kommt Leipzig nochmal. Alistair versucht es auf 30 Metern aus dem Stand. Turay hat mit den Aufrissen aber keinerlei Schwierigkeiten. Gittens kommt jetzt rein für Bale. Und Jovetic kommt rein für Jalzin. Das heißt, ich habe noch einen Wechsel. Entweder kommt Romero rein oder Nakai. Aber Nakai kann wahrscheinlich für Palmberg rein, der momentan ein bisschen mit seiner Frische zu kämpfen hat. Ist auch sehr interessant momentan zu sehen. Agu hat sich langsam gefangen. Ampel kommt jetzt auch für McAllister. Da wechseln sie auch nochmal sicherheitshalber. Aber der Rechtsverteidiger ist noch nicht raus, ne?
Klostermann. Könnte interessant werden auf jeden Fall, wenn hier noch was passiert. 69, das passiert irgendwas. Irgendwas passiert jetzt. Entweder ein Wechsel oder Konterchance für Leipzig. Nein, bitte nicht. Pausen läuft ganz allein auf Turay zu. Schießt. Aber Turay erreicht den Ball mit den Fingerspitzen und hat ihn dann sicher. Turay, du bist so wichtig. Romero kommt jetzt rein für Traoré. So machen wir das jetzt. Und bringen nochmal den jungen Argentinier, der ja eigentlich die Zukunft für unser Rechtsaußenspiel sein soll. Genauso wie Gittens. Aber die Erfahrung mit Traoré und Bale ist halt momentan sehr effektiv. Und wir können nicht mehr wechseln. Das heißt, sie spielen jetzt durch. Ne? Marin spielt auch das erste Spiel durch. Wir gehen jetzt auch nochmal drauf. Das heißt, es ist erstmal eine sehr gute Chance für Suarez. Er ist durch, jagt den Ball hinterher. Pausen nimmt sich die Kugel. Lässt sich von Turay leicht nach außen abdrängen. Flachschuss aus Spitzenwinkel. Und er macht das so. Oh, bitte, an der 73. kassieren wir dann den Ausgleich. Ja. Und jetzt kommen sie direkt wieder. Leimer flankt von links. In der Mitte hat Agu zunächst Probleme damit zu klären. Aber der bisher unauffällige Außenverteidiger bereinigt die Situation schließlich, ehe Pausen eingreifen kann. Wichtig, 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 wichtig. Und wir kriegen jetzt nochmal eine gute Chance. Eine sehr gute Chance in der 77. von uns. Solé hebt da die Hand und spekuliert auf Abseits. Schiedsrichter Bennett teilt diese Meinung jedoch nicht. Romero ist somit plötzlich frei durch. Legt wunderbar quer auf Königsdörfer. Er legt sich den Ball ein Stück auf die rechte Seite vor. Zieht dann sofort ab. Müller ist unten. Aber kann den Ball nur noch hinterher schauen. Königsdörfer mit dem Doppelpack. So wichtig. So wichtig in diesem Spiel. Er macht wieder die erneute Führung für uns. Stark auf jeden Fall. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Solé geht bei einer Flanke von Gittens auf Nummer sicher und klärt per Kopf zur Ecke. Okay, wir kriegen eine Ecke. Die müsste Gittens reinbringen. Die kommt jetzt auch. Ecke von links. Die erste von uns in diesem Spiel mittlerweile. Der Ball kommt ein Tick zu hoch zu Palmberg. Und er kann den Kopfball nicht mehr entscheidend drücken. Ja, der Ball geht klar drüber. Geht knapp über das Tor. Okay, nicht klar. Knapp über das Tor, aber egal. Die Uhren tragen unsere Farben, wie es hier steht. Die Uhr trägt momentan die Farbe von 1860 München. Mukiele kommt nochmal für Guardiol, okay. Guardiol, sorry. Klostermann hat das Bein zu hoch genommen und erwischt Romero. Die Entscheidung geht in Ordnung, gelb-rot. Gelb-rot für Klostermann. In den letzten Minuten noch kassieren sie die gelb-rote Karte. Okay, wir sind einer mehr. Butter kommt für Paulsen jetzt nochmal, die Stürmerwechsel. Die schmeißen nochmal alles nach vorne, glaube ich. Wie sieht es aus? Die spielen den Ball geschickt hin und her. Leipzig scheint, als wäre Leipzig geschlagen, aber sie kriegen nochmal eine Chance in der 88. Eine gute. Angelino zieht von rechts Richtung Mitte. Setzt Rutter, der allerdings knapp im Abseits steht, perfekt in Szene. Rutter umkurvt Turay. Und schiebt den Ball schließlich ins leere Tor. Bitter. Bitter, da kassieren wir in Überzahl nochmal das Gegentor. In Überzahl verkassieren wir das Gegentor. Eine Minute Nachspielzeit. Komm, diese eine Minute können wir vielleicht noch einen Angriff kriegen. Aber ich glaube da nicht dran. Da ist der Schluss. Wir spielen 2-2 gegen Leipzig. Ich meine, das ist ein gutes Ergebnis gegen Leipzig, ne? Aber in Überzahl kassieren wir noch in der 88. Minute das 2-1. Statistisch gesehen 6-4 Chancen. Sie waren wieder ein bisschen besser und hat noch mehr Ballbesitz. Aber Spieler des Spiels ist bitter, trotz der gelben Karte und dass ich ihn in der Halbzeit rausgenommen habe. Ja, es ist einfach bitter. Aber egal. Ergebnisse schauen wir uns an. Freiburg spielt 0-4 gegen Bayern. Gladbach 3-1 gegen Schalke. Nachdem sie gegen uns 5-0 verloren haben, mussten sie wieder was gut machen. Leipzig 2-2 gegen uns. Hoffenheim 1-0 gegen Frankfurt. Wolfsburg 1-0 gegen Union. Köln 1-1 gegen Leverkusen. Stuttgart 1-4 gegen Dortmund. Nürnberg 4-4 gegen Hertha. Und Mainz 0-0 gegen Hamburg. Wir steigen auf den 8. Platz hoch. 7 Punkte aus 6 Spielen. Stehen sogar kurz vor den Europa League Plätzen. Also ja, es sieht gut aus. Wir sind 4 Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt. Und das ist das Wichtige. Die Europa League Plätze sind momentan Nebensache. Wir sind 4 Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt. Das heißt, wir können locker ein Spiel verlieren. Und wir schauen mal die Spieltagsstatistik. Wir schauen, Romero und Itta sind in der 11. Spieltag. Und Spieler des Tages ist sogar Romero. GG. Und wie gesagt, würde ich die heutige Folge hier beenden, obwohl Jalzin eine neue Erfahrungsstufe erreicht hat. Läuft hart bei ihm. Beende ich die heutige Folge hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder
Nächstes Mal wieder, sorry. Freitag ist die nächste Folge dran. Also sehen wir uns Freitag wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass